Dieser eine konkrete Fall, währenddessen war ich nicht direkt da, sondern am anderen Ende der Blockade, um dort die Polizeigewalt zu filmen. Also dieser Vorfall ist keineswegs ein Einzelfall, sondern flächendeckend ist die Polizei sehr brutal mit den Protestierenden umgegangen. Was ist denn des Weiteren noch passiert? Weil der ganze Fokus liegt jetzt natürlich auf diesem Video, aber Sie sagen, dass sind auch weitere Vorfälle passiert. Was genau denn? Genau, fast alle Aktivistinnen und Aktivisten wurden mit Schmerzgriffen wegtransportiert, die auch sehr übel sind, auch wenn sie meistens keine bleibenden Schäden verursachen. Wir haben auch den Fall von Platzwunden am Kopf, weil ein Aktivist zu Boden gedrückt wurde. Und zum Teil wurden auch Passantinnen und Passanten mit angegangen oder Menschen, die einfach am Rand standen auf dem Bürgersteig. Der Fall von Anselm Schindler ist da noch sehr interessant. Der ist gar nicht mit in die Aktion gegangen, sondern wollte vom Rand aus filmen, um ihm zu berichten auf Twitter. Und die Polizei hat ihm dann verboten, auf dem Bürgersteig zu stehen. Das wollte er sich nicht gefallen lassen. Es ist stehen geblieben und dann ist ein Polizist ausgerastet, hat ihn auf den Boden geworfen und dann auch verhaftet. Nur weil er am Rand stand und berichtet hat über das Vorgehen der Polizei. Mhm. Gekommen ist es ja zu diesem Vorfall im Rahmen eben einer Protestaktion, die Sie geleitet haben. Und im Rahmen dieser Aktion ist es dann zu einer Räumung der Polizei gekommen. Was ist da genau vorgefallen während dieser Räumung? Und würden Sie sagen, dass die Polizei da mit einer gewissen Grundaggressivität vorgegangen ist? Ja, die Polizei hat von Anfang an uns mit Gewalt gedroht. Und das, obwohl sie unseren Aktionskonsens kennen. Wir sind eine friedliche, kreative, bunte Protestform. Wir beschädigen keine Infrastruktur, wir verletzen keine Menschen, von uns geht keinerlei Eskalation in diese Richtung aus. Und da hätte die Polizei auf jeden Fall wesentlich weniger eskalativ vorgehen können. Mhm. Kommen wir noch mal zurück zum besagten Video. Da wird von Beamtenseite kolportiert, dass der betroffene Mann sich mit Tritten angeblich gewehrt haben soll und dass generell keine Kooperation von Ihrer Seite, also von den rund 100 Demonstranten, zu sehen war. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ich habe ja selber den Vorfall nicht gesehen. Ich kenne auch nur das Video, deshalb kann ich auch nichts dazu sagen, was davor passiert ist. Man sieht aber auch auf unserem Twitter-Account und bei den ganzen anderen Videos, dass dort niemand tritt und trotzdem die Polizei sehr, sehr gewaltsam vorgeht. In diesem einen konkreten Fall kann ich nichts dazu sagen, aber grundsätzlich war das auf jeden Fall eine sehr friedliche Aktion von uns. Zur mangelnden Kooperation, da kann ich mich nur wundern. Wir hatten einen Polizeikontakt von Anfang an auch in der Organisation mitbedacht, eben Menschen, die mit der Polizei kommunizieren, um das Ganze möglichst glatt über die Bühne zu bringen, damit niemand verletzt wird. Und sie haben sich erst geweigert, mit den Menschen zu sprechen und haben auf diese Gesprächsangebote überhaupt nicht reagiert. Aber es waren ja nur rund 100 Demonstranten dabei bei dieser Aktion und Sie sind die Leiterin der Aktion. Kennt man sich da nicht untereinander, beziehungsweise kennen Sie den Mann, der da wirklich konkret betroffen war? Oder kennen Sie jemanden, der dabei war, der das mit den eigenen Augen gesehen hat? Also Leiterin der Aktion bin ich nicht. Ich bin die Pressesprecherin. Wir sind ein großes Aktionsbündnis, wo verschiedene Menschen verschiedene Aufgaben übernehmen. Aber wir haben so an sich keine Leitung. Es waren auch nicht nur 100 Protestierende. 100 Menschen hat die Polizei dann mit ins Polizeianhaltezentrum genommen und auch sehr lange festgehalten. Wir waren bis gestern früh um 7 standen wir noch davor und haben die Leute nach und nach in Empfang genommen, die wieder freigelassen wurden. Wir waren insgesamt ca. 250 Personen am Anfang. Mhm. Die ersten Menschen wurden aber wieder freigelassen und nur die letzten 100 wurden dann mitgenommen. Mhm. Denn vermutlich verhaftet auch, wurden ja Menschen, weil sie sich nicht bereit gezeigt haben, ihren Ausweis vorzulegen. Das ist aber korrekt, oder? Genau, wir verfolgen da die Aktionsform des zivilen Ungehorsams mit Identitätsverweigerung, weil wir unseren Protest legitim finden und deshalb nicht ganz lange noch unter den Repressionen leiden möchten. Mhm. Aber das haben tatsächlich auch fast alle gemacht, ihre Identität nicht preiszugeben. Mhm. Aber dennoch ist ja auch von Ihrer Seite recht waghalsig vorgegangen. Also ich sage jetzt von Ihrer Seite, auch wenn Sie nur die Pressesprecherin sind. Es haben sich zum Beispiel einige Demonstranten von der Aspernbrücke abgeseilt. Ist es notwendig, so provokant vorzugehen? Ja, denn es ist Klimakrise und wir haben nur noch sehr, sehr wenige Monate und Jahre Zeit, um dagegen wirklich was zu tun. Nur noch demonstrieren reicht nicht.
Bevor wir über die Aktion Ende Geländewagen und Ende Gelände noch konkreter sprechen, was erwarten Sie sich jetzt im weiteren Vorgehen, was das Video angeht? Welche Konsequenzen erwarten Sie sich? Ich bin sehr gespannt, was noch passiert. Es wäre das erste Mal in meiner Zeit als politische Aktivistin in 8 Jahren, dass ein Fall von Polizeigewalt wirklich Konsequenzen zeigt. Unsere Erfahrung ist leider, dass Anzeigen gegen die Polizei überhaupt nichts bringen, weil sie vor Gericht nicht durchkommen. Nur die allerwenigsten landen überhaupt vor Gericht. Dann gibt es meistens Einstellungen, denn um die Polizei herum stehen ja ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen, die dann immer sehr gerne Zeugenaussagen machen, dass es irgendwelche Widerstandshandlungen gegeben hätte. Und das heißt natürlich, dass die Opfer von Polizeigewalt da sehr schlechte Karten haben. Vor Gericht wird auch oft den Polizeiaussagen eine höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen als von den Protestierenden. Und dadurch ist es dann sehr schwer. Außerdem reagiert die Polizei auch mit Gegenanklagen. Das heißt, wenn ich Polizeigewalt erfahre und damit versuche, wenn ich versuche, das irgendwie zu ahnden, muss ich eigentlich damit rechnen, dass ich selbst eine Anklage bekomme und dann selber Strafen zahlen muss für Dinge, die ich vielleicht gar nicht getan habe.